Dann noch einmal ein herzliches Hallo in die Runde. Ich begrüße Sie und die beiden Trainer hier vorne recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel in der dritten Liga zwischen dem FSV Zwickau und der Spielvereinigung Unterhaching. Wir haben ein 2:2 gesehen vor 3.827 Zuschauern. Ich bitte dann zunächst dem Gästetrainer, das ist Klaus Schromm, um seine Einschätzung zum Spiel. Bitte. Ja, erstmal Servus, Bernhard. Im Gegensatz zum letzten Jahr sind wir, glaube ich, heute sehr, sehr gut ins Spiel gekommen und haben auch so die erste Viertelstunde in meinen Augen dominiert. Und ja, dann kommt es zu der Elfmetersituation. Kommen 1-0 in Rückstand, egalisieren auch relativ schnell. Und dann, glaube ich, vor der Halbzeit haben wir noch ein, zwei Dinger, wo wir sicherlich dann am Ende des Tages, wenn wir das Spiel hätten gewinnen wollen, dann auch in Führung hätten gehen müssen. Dann zweite Halbzeit waren so 10 Minuten, Viertelstunde dabei, wo er, glaube ich, da habt ihr uns da gehabt, wo ihr uns auch haben wolltet. Auch was Stadion, was Stimmung von den Zuschauern her, von den Rängen anbetrifft. Da, glaube ich, waren wir dann wirklich in Zwickau. Haben uns dann aber auch dann ganz gut befreien können, bekommen dann ein relativ unglückliches 2-1. Aber dann wieder Hut ab, dass wir dann auch die Ruhe bewahren. Ihr natürlich wieder einen Tick weniger gemacht, weil man einfach dann auch was zu verlieren hat. Und wir dann, glaube ich, auch verdient zum Ausgleich gekommen sind. Und dementsprechend nehmen wir den Punkt mit. Ich glaube, wenn es einen Sieger gegeben hätte, dann hätten es nur wir sein dürfen. Und dementsprechend können wir mit dem Punkt dann auch ganz gut leben. Danke. Vielen Dank. Joe, deine Worte zum Spiel, bitte. Ja, also dass wir gegen eine spielstarke Mannschaft spielen, das war uns schon vorher klar, dass wir in der ersten Halbzeit zum berechtigten Elfmeter kommen nach dem Foul an King. Dass wir halt diese Führung halt nicht lange halten könnten durch ein Freistoßtor auf unsere Seite. Hat Unterhaching ausgeglichen und danach war es halt gut gegen eine spielstarke Mannschaft. Ordentlich war okay, ohne dass wir halt uns beschweren müssten, dass wir nicht gut im Spiel waren. Wir hatten nicht die klare Aktion da vorne, klar. Dann haben wir halt so ein bisschen umgestellt in der Halbzeit und fand ich, nach der Halbzeit waren wir halt ganz klar dominierend und dann mit dem etwas glücklichen Tor haben wir diese Sicherheit verloren. Wir haben nicht mehr mutig nach vorne verteidigt, nicht mehr mutig halt nach vorne gespielt. Dass wir halt das Gefühl gehabt haben, zumindest von mir kam es so, dass die Mannschaft halt unbedingt diese Führung verteidigen wollte und deswegen immer wieder tiefer gekommen ist und nicht mehr halt mutig nach vorne verteidigt hatte und nicht mehr die Entlastung gehabt hatte. Und da kommt so eine spielstarke Mannschaft halt zum Torschuss und am Ende des Spiels. Ich glaube, das ist ein gerechtes Unterschied. Das hätte wenn und aber, es ist halt müßig. Also 2-2 stand am Ende des Spiels. Wir haben halt eine gute Phase direkt nach der Halbzeit, wo wir halt besser spielen müssen und wir müssen halt nach der Führung halt weiter so spielen und nicht halt immer wieder tiefer werden, weil dann spielen sie ihre spielstarken Mannschaft aus, Torschancen aus. Es ist schade, weil wir halt unbedingt das Spiel gewinnen wollten gegen einen richtig guten Gegner. Und es ist immer wieder halt schwierig, halt vor der Mannschaft zu stellen und sagen, ja, viele gute Sachen halt sind gewesen, aber das ist der Fall. Wir haben halt viele, viele gute Aktionen gesehen von der Mannschaft. Wir haben halt zwei Spieler, die halt lange nicht mehr halt von Anfang an gespielt haben, die halt reingekommen sind und ihren Teil dazu beigetragen haben, dass wir ordentlich waren. Wir haben auch andere Spieler, die halt im Formtief sind, das muss man ganz klar sagen. Und diese Sachen werden wir halt analysieren. Wir werden halt wieder aufstehen und werden nächste Woche am Freitag in Würzburg versuchen, halt was zu holen. Dankeschön. Auch dir vielen Dank für deine Einschätzung. Nun ist wieder Ihre Zeit gekommen. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte schön, kleinen Moment. Joe Enox, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir in dieser Saison leider nicht in der Lage sind, eine Führung über die Zeit zu bringen. Sie haben gesagt, dieses 2:1 hat uns keine Sicherheit gegeben, aber wenn ein 2:1 keine Sicherheit gibt, was soll uns denn dann Sicherheit geben? Insbesondere in so einem wichtigen Spiel, wie Sie ja selbst gesagt haben, was wir heute, na gut, ich sage zumindest nicht verloren haben. Ja, also die Sicherheit holt man aus gute Aktionen, dass wir halt nach vorne, halt weiterhin halt versuchen, nach vorne zu spielen.
Ich glaube, dass, vielleicht habe ich es halt falsch gesagt, aber was ich gemeint hatte, ist, dass das Gefühl nach dem 2-1, eigentlich müsste halt so die Devise sein, dass wir halt auf 3-1 spielen wollen, dass wir weiterhin genau so das umsetzen. Ich habe das Gefühl gehabt, ohne jetzt mit den Spielern gesprochen zu haben, dass sie halt das bloß nicht halt verlieren wollte. Und das ist halt das ein klein bisschen Unterschied. Wir sind immer wieder tiefer rein, haben uns immer wieder tiefer reindrängen lassen. Und das müssen wir halt schnell ändern. Ich glaube, dass wir genug Führungsspieler auf dem Platz stehen haben, die halt wirklich die Richtung vorgeben. Und deswegen, klar, ist eine Geschichte, was wir ändern müssen, aber wir werden halt mit der Mentalität der Mannschaft halt wirklich da unten rauskommen. Wir werden halt unsere Punkte holen. Gibt es noch weitere Fragen? Dies nicht der Fall ist, wünsche ich unseren Gästen eine angenehme Heimreise für die kommenden Aufgaben. Alles Gute, Ihnen allen ein schönes restliches Wochenende. Kommen Sie gut nach Hause. Danke. Tschüss.